So, hallo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Soul Silver. Meine Mütze ist immer noch nicht aufgetaucht. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Ich tippe mal ganz stark darauf, dass ich sie irgendwo im Auto gelassen habe. Oder vielleicht, dass sie irgendwo hier mir runtergefallen ist. Hier zwischen das ganze System hier. Nur ich finde sie irgendwie nicht und bin zu faul dafür. Wie dem auch sei, ich hoffe, dass bald mein Kopf wieder bedeckt sein wird, weil das ist unmöglich, ohne Mütze mich so zu präsentieren. So gehe ich normalerweise nur ins Bett. So, wir sind beim nächsten Mal, wie dem auch sei, da stehen geblieben. Genau, Tornupto Level 40, Gyarados Level 30 und wir haben so ein paar Rüpel weggehauen, die so übelste unterlevelt waren. Wir gucken mal, was es hier nochmal gibt. Irgendein Item. Raub. Ja, wird uns nicht viel bringen. Aber ich sehe schon, da ist das Kramurks. Und ich denke mal, dem müssen wir jetzt folgen. Weil das nämlich die ganzen Passwörter kennt. Um die Elektroballs wegzuklatschen. Lang lebe Giovanni. Ja, lang lebe Giovanni. Warte mal. Muss ich jetzt hier entlang laufen? Ist das hier? Nein. Hier ist nur wieder eine schwarze Wand. Was sagst du jetzt? Lang lebe Giovanni. Mensch, wird ja immer kreativer, der Gute. Wobei, kannte Giovanni eigentlich einen Kramurks? Zwei streng genommen hat sich ja Giovanni in der Kanto-Region verpieselt. Und Kramurks ist ja aus der Johto-Region. Hm. Lass mal darüber nachdenken. Hier sind die nicht die Elektroballs. Moment, müssen wir vielleicht hier hoch? Ist hier irgendwas? Ne, von hier sind wir gekommen, ne? Vielleicht müssen wir hier hoch? Aha. Jetzt sagt er noch, lang lebe Giovanni! Okay, der will nicht kämpfen. Ach, den haben wir schon weggehauen. Ah, wir sind hier. Okidoki. So. Heute kein Tee. Meine Frau hat es nicht geschafft, einen Tee zu machen. Also beziehungsweise doch, aber der ist schon wieder alle gewesen. Und ich habe gesagt, ich wollte jetzt aufnehmen. Ich hoffe, der Tee kommt irgendwann. Also, Schatz, wenn du das hier irgendwann mal sehen solltest, sorg mal dafür, dass ich zum Streamen einen Tee habe, ja? Danke. Im Stream zum Aufnehmen. Okay, Nano, du bist nicht alleine. Freche Rötzlöffel, Vertreterin. Ich greife jetzt mit meinem unterlevelten Radikal und meinem unterlevelten Golbat an. Und ich heiße Athena, wie so ein griechischer Laden. Ey! So. Aqua, Level 23? Oh, 25! Also, Tornupto und Drago waren auf Level 40, keine Chance. Das wird nicht laufen. So, Flammensturm. Oh, ich würde Drago mittreffen. Nehmen wir mit. Ist ja nicht schlimm, Drago Mann. Ich würde das schon verkraften, das Drachentyp. Das ist hier das eh, aber die kassieren dann. Ach, tschüss. Tornado. Peace, Digga. Peace. Tschüss. Diese eine Anime-Folge, so einer der ersten Folgen, so richtig legendär. Traumato, Traumato. Gut, dass der fliegt, weil das meldet dann für die nächsten Pokémon. So, Kramurks. Oh, Level 27, Digga, wir sind ja schon fast hier auf Liga-Level, Leute. So, schauen wir mal. Attacke. Dragoran natürlich daneben, weil der ist in der Luft. Schauen wir mal, wie er es zieht. Ab dafür. Eins, mein Tornupto erledigt die Arbeit hier ganz alleine, wie ein Dragoran da oben seine Flügel schaukelt. Nicht, ne? Egal. Dufour. Oh, das greifen wir jetzt mal ganz cool mit Flammenrad an. Das ist cool, dass wir Dragoran ausbieten. Das ist schon mal sehr, sehr gut für die Liga, würde ich sagen. So. Jo, das war's. Ich habe jetzt entschieden, ich werde Gyarados wahrscheinlich doch erst vor der Liga einsetzen. Also ich werde Gyarados dann hoch trainieren. Auf das Top 4 Level, sage ich mal. So was mit Level 46 oder so. Oder ich weiß ja nicht, wann die Liga losgeht. Mit 40? Keine Ahnung, ich habe es nicht mehr im Kopf, ehrlich gesagt. Und auf das Mindestlevel werde ich Gyarados trainieren. Und dann werde ich Gyarados erst in die Liga einsetzen. Und dann, wenn wir damit fertig sind, starten wir die erste Randomizer Nuzlocke Challenge. Und zwar genau hier bei Soul Silver. Darauf habe ich ehrlich gesagt mega Bock. So,
Aber ich bin mal gespannt, wie oft wir verlieren. Und da werde ich es nicht so machen wie bei den Genarchus, dass ich stufenweise mir dann noch heftigere Einschränkungen gebe. Sondern ist mein Team down, ist es down. Punkt. Rupinase wird neu gestartet. Ja, und so eine Nase würde ich jetzt vielleicht ein, zwei Mal machen, je nachdem wie es läuft. Und wenn es gut läuft, kommt es eventuell nochmal öfter vor auf dem Kanal, wenn ich jetzt die ganze Zeit am Verlieren bin. Dann gibt es was anderes im Pokémon-Format, nur was weiß ich noch nicht. Ich denke mal, strahlender Diamant und leuchtende Perle wäre für mich auch nochmal so eine Option, worauf ich richtig Bock hätte. Aber das sind alles nur Projekte, die ich in der Zukunft plane. Und mal schauen. Wir sind jetzt erstmal bei Soul Silver dabei und wir sind gerade dabei, den Snektrum-Balz hier wegzuhauen. Oha, der hat es überlebt. So, die klatsche ich mal schneller weg. Wir wollen ja auch mal irgendwann durchkommen hier mit diesem Spiel. So. Flammenrad. Ey, nee. Paralyse, aber egal. So, der heilt jetzt wahrscheinlich eh meine Pokémon, oder? So, seltsame Signale sind weg. Hier. Verwendung hat er nicht dafür. Whirlpool. Gut. Dann das erste, was ich glaube ich mache, ist dann, weil wir werden das eh gleich brauchen. Ich werde die VM-Attacken jetzt Pokémon beibringen. So. Fliegen haben wir, Zerschneider haben wir. Stärke. Ich glaube, dass ich benutze Krabi so richtig als einen VM-Sklaven. So, Krabi, dann bleibt er erstmal im Team. In der Liga lege ich denen ab. So, Härtner, tschüss. Bam, bam, bam. So, dann Surfer hat er schon. Dann Whirlpool soll er auch gleich mit direkt lernen. Das ist so das gute alte Zickzacks hier. Ich könnte es natürlich auch Garados geben. Aber Garados braucht das nicht. Ich weiß gar nicht, wo Garados Stärke liegt. Ich muss mal überlegen, ist er eher ein physischer oder spezieller Angreifer? Weiß ich nicht so aus dem Kopf. Ich glaube, es müsste speziell sein wegen Hyperstrahl und sowas, ne? Ich schaue mal ganz kurz nach, weil Surfer ist auf jeden Fall speziell. Und Kaskade war physisch. So, ich schaue mal ganz kurz. Nur so aus Neugierde. Oh, es ist ein Shiny. Angriff 82, Spezialangriff 46. Okay, das ist ein physischer Angreifer tatsächlich. Dann frage ich mich, warum man im Hyperstrahl drauf spielt. Wobei war Hyperstrahl auch mal kurze Zeit physisch? Würde Sinn ergeben. Weil speziell ist er ja überhaupt nicht gut. Das Moveset ist auch nicht gerade das Beste. Aber wir gucken, ob wir da nicht irgendwelche anderen coolen TMs, VMs finden. Aber sowas würde ich off-cam machen, so dieses Gelevel und hast es nicht gesehen. Weil das langweilt eigentlich nur. Und ja. Aber ich würde euch dann mündlich darüber aufklären, was ich gemacht habe, was ich gelevelt habe, was ich irgendwo gefunden habe. Und ich würde das dann mitschreiben. Beziehungsweise ich muss googeln, wo das ist. Das sind jetzt die ganzen Attacken. Und ja. Wir können, glaube ich, zu Arena, wenn ich das richtig sehe. Aber erstmal heilen wir das Pokémon, weil ich jetzt nicht noch im Kopf weiß, ob Siegfried und den uns den geheilt hat. Ey, draußen weht auch jetzt so ein Wind gerade. Das ist wieder so ein Sturm. Morgen fällt hier auch da, wo ich wohne, jetzt in der Region, die Schule aus. Das ist eigentlich ganz gut für die Schüler, mich juckt es nicht. Aber die ganze Rehgipse, ich habe hier Rehgipse. Hier bewegt sich einfach das Bild hier. Warte mal, was ist denn das jetzt wieder für ein Eisrätsel? Moment, Moment, das war so nicht geplant. Das war letztens nicht so. Och nö, och nö. Jetzt geht's wieder los, dass ich wieder komplett lost bin. Ich glaube. Egal, so schön wie Mario kann es nicht sein. Glaube ich nicht. So. Ja, was soll das Ding denn noch dazu sagen? Oh, Ausdauer? Ja, das spiel ich mal ab. Weil ich glaube, das ist relativ klar, wer das gewinnt. Ruckzuckieb. Warum ich jetzt nicht ausgebildet habe, weiß ich nicht. Ruckzuckieb. Ach nee, jetzt geht er nicht auf Ausdauer. Echt jetzt? Komisches Viech. Langwurf, jawohl, das nehmen wir doch sehr gerne mit. Ich kann jetzt nicht den Bericht überprüfen, ne? Flammenwurf, das ist eine spezielle Attacke. Aber was ist Tumukto? Ist jetzt ein spezieller Angreifer? Ich meine ja.
Hey, wisst ihr was? Flammrad mache ich jetzt weg. Notfalls hat ungleich richtig physisch halt nur mit Ruckzuckieb an. Ich hoffe, dass ich mich richtig entschieden habe. Vor allem, ich habe das jetzt gerade bei Garados überprüft, aber halt nicht bei ihm. Ja, okay. Ist jetzt nicht so ein krasser Unterschied wie bei Garados 95 und 107, aber es ist definitiv ein spezieller Angreifer. Wobei man könnte ihn halt auch physisch spielen. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Rossana, Rossana, Flammenwurf, boom. Ab mit dir. So, jetzt muss ich wieder gucken, wenn ich wieder komplett dämlich anstelle. Aha, okay. Ich denke mal, du musst so den machen. Ja. So, so, so. Keine Ahnung, war falsch. Ich den hier so machen. So. So, so. Nee, ich glaube, ich bin wieder dumm. Ich noch mal raus und noch mal rein. Wahrscheinlich muss ich den anderen Stein verschieben. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das so gewesen ist. War klar, muss ich jetzt mal direkt den falschen Weg aussuchen. Ja, die klatsche ich jetzt auch mal hier weg, so als trainingmäßig. Jurok ist auch noch Wasser-Pokémon, egal. Wasserring, ja, kannst du ruhig machen. So ein Jurok ist ja dann schon Wassereis, glaube ich. Dann ist das nicht mehr so schlimm. Zugabe? Ja, wenn du jetzt eine Zugabe kannst du gerne haben, oder so. So ist es jetzt nicht. So. Ah, Jugend. Flammenwurf. Ja, genau, dann greife ich ihn dadurch neutral an. Tschüss. Bin ich mal gespannt. Also, eigentlich sollte Norbert, mein Namensvetter, da keine Chance haben. Warte mal, wenn ich den Stein jetzt von dort nach da verschiebe, dann komme ich hier hoch, so zu der. Hey, wenn ich die jetzt aber von dem linken Stein nach rechts verschiebe. Warte mal, komme ich da überhaupt hin? Ja, ich glaube, ich kann jetzt erstmal nur den verschieben. Ja, ich guck mal, ich mach das jetzt mal. Ach, da ist schon der Arenaleiter, sehr schön. Ja, gut. Jürgen, gucken wir mal, ob Flammensturm mehr zieht. Ja, und greift mal ruhig eure Eisattacken an. Das juckt mich nicht. Oberstrahl. Tschüss. Ab. Hier runter. Zack. 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 Ah, okay. Ich hab. Oha, ich hab sogar den richtigen Weg genommen. Heftig. So. Ja, ich brauche ja noch ein bisschen an AP jetzt, wenn ich gegen die Arena weiter antrete. Zack. Ja, Zugabe kriegst du. Und Verbrennung hilft dich. Ciao! Ausdruck. Okay, eine mächtige physische Verteidigung, aber speziell sollte er nicht so viel aushalten. Ja, tschüss. Fertig. So und so nach oben. Dann fangen wir mal. Body. Pokémon und Menschen müssen vieles auf die harte Tour lernen. Hör auf den Rat eines Erwachsenen. Oh, jetzt will er mich auf einmal belehren. Ich frag mich, warum man jemanden auf einmal so voll quatscht, wenn man da reinkommt. Ich check's nicht. Ich habe schon Pokémon trainiert, bevor du überhaupt geboren wurdest. Och, das ist jetzt aber lieb. Du kannst mich nicht besiegen. Ja, aber Digga, dann ist es doch gerade umso mehr peinlich, wenn ich dich jetzt abziehe. Ich, Norbert, der Wintertrainer, werde dir nun meine Macht demonstrieren. Du bist der schwächste Arenaleiter im gesamten Franchise und das tut mir weh, dass mein Namensvetter so schlecht ist. Ja, nur schön. Wenn er mich jetzt besiegt, ey, dann fresse ich meine Brille auf. Ohne Scheiß. So. Flammensturm. Okay. Das hat besonders wenig abgezogen. Aber ich will meine AP jetzt. Aha, der wird auch von Haare schon getroffen haben. Ich will hier nicht mit Flammenwurf riskieren. Aufgeben. Jetzt kein Burn. Oh, okay, ich wollte schon sagen, jetzt kein Burn, weil die ganze Zeit die Kämpfe davor. Aber dann ging er noch schön verbrannt. Und jetzt irgendwie nicht. Es hagelt. Zack. Zack. So. Und gleich werden wir noch auf Flammenwurf gehen. Flammensturm? Ja, mach mal deinen Hypertrank. So. Ich krieg den mal ganz kurz wieder mal dahin, wo ich ihn hinhaben möchte. Flammensturm. Okay, der geht auf Erholung. Okay, ich nervt gerade ein bisschen. Ey, ich verliere jetzt gleich den Kampf, weil Dings.
Weil ich mich vorher nicht geheilt habe. Och nee. Jetzt mach mal nicht diesen. Was nervt der so? Hätte ich das gewusst. Ey, das gibt's doch nicht. Tschüss. Ey, ich verliere jetzt echt den Kampf. Teufel? Okay, mal schauen, was jetzt passiert. Bin ich auch mal gespannt. Du nimmst jetzt eine Surfer-Attacke und ich bin down. Oh, schau an, was ist schief mit dem? Das zieht mir 10 KP ab. Warum macht das so einfach? Er hat jetzt dann noch die Chance, mich jetzt zu kritten, wie auch immer. Ja, okay, ich hab die jetzt gerade echt gekritten, ne? Da denkt man, dass man verliert, passiert dann sowas. Naja. Ja, Norbert. Ich weiß auch jetzt schon, wie der Part heißen wird. Norbert gegen Norbert. Wie kreativ von mir. Eine Fusion aus Kreativität und Kreativ. So. Und jetzt steuern wir Ebenholz City an. Müsste doch Ebenholz heißen, ne? Glaube ich zumindest. Aber natürlich Pokémon heilen. Und nicht zu vergessen. Ach nee, Quatsch, was für Ebenholz City, Bruder. Ich muss doch zu diesem Radioturm. Ebenholz City, ja nee, ist klar, wovon träume ich nachts? Jetzt kommt doch erstmal die ganze Radioturm-Geschichte mit dem Untergrund und diesen Smogon-Trainer und... Oh. Naja, egal. Er musste durch nicht. Wir können auf jeden Fall fliegen. Ist mir so eingefallen. Das war in Dukatia City. Und Dukatia City war hier. So. Ich frage mich, ob ich jetzt direkt in den Untergrund muss. Oder? Ob ich jetzt schon den Radioton darf. Muss ich mal ganz kurz schauen. Diese Badass-Musik von Rockets. Lass mich durch. Ach so. Nein, ich muss in den Untergrund. Ich muss mir diese schwarze, komische Uniform besorgen, dann mich umziehen und dann komme ich da erst durch. Och, Bruder, wieder so diese Umstände und dann so, wisst ihr, wenn das wenigstens etwas spannender wäre. Aber nein, was machen die hier für einen Quatsch? Die geben mir jetzt gleich so welche Level, keine Ahnung, 30er Smogons oder so wegzuklatschen. Auch einfach 12 Level unter. So, war das jetzt hier? Keine Ahnung, ob ich überhaupt richtig gehe. Bis hier und nicht weiter. Wo zur Hölle bin ich denn jetzt? Aha, aber hier ist so ein Team Rocket. Na großartig, schon wieder ein Rekrut. Ja, okay. Schmiere stehen. Aha, wunderbar. Ja, ich glaube, das war richtig. Dann versuchen wir es jetzt mal im Radioturm. So, alles klar, Radioturm. Ich suche erstmal in die Spielhalle. Übrigens, die Spielhallen gibt es ja nicht mehr in den neuen Spielen, weil es ja dann sonst ab 18 sein müsste oder sowas. War das nicht so? Irgendwie hat das Spiel gerade geleckt, keine Ahnung warum. So, komm jetzt mal in der Spielhalle, leckt das Spiel. So, was sagt er? Wer bist du denn? Na, gut. Oh, die Uniform von Locke, die steht ja aber ausgezeichnet in Ordnung, du kannst durch. Easy. Warte mal, Mickey Mouse kommt. Hey dort, Team Rocket, die Leute haben es anscheinend den Waschlappen über ihre Scharen. Moment mal, lass es doch mal werden. Hey, so stark machst du den Knopf. Toll. Jetzt hat er mich voll enttarnt. Du bist gerade nicht ein neuer Rekrut. Ach so, jetzt kämpfen wir. Mal Rivale schaut zu. Naja, egal, ein Katschen war ich trotzdem weg. Flammensturm! Und wir gewinnen 960. Ja, du bist zu stark. Ach so, du hast dich verkleidet wie ein Schwächling. Eine typische Schwächlingstaktik. Bruder, ich hab dich jedes Mal weggehauen. Wo ist dein Problem? Ach, naja. So, aber ich würde sagen, bevor wir mit diesen ganzen Verrätern hier weitermachen, speichere ich ab. Und ihr wisst, was das heißt, wenn ich abspeichere. So, ich hoffe, der Part hat euch wieder gefallen.
Und wir sind schon ziemlich weit. Wir haben jetzt schon 7 Orden. Das heißt, es kommt nur noch der 8. Orden. Und dann können wir an sich schon zu Liga. Und ich bin mega gespannt, wie das ablaufen mit dem Garados und Tolucto. Eigentlich muss ich das easy schaffen. Aber man weiß ja nicht. Ich stehe mir manchmal selbst im Weg. Also. Dann schaltet wieder beim nächsten Mal ein, wenn wir wieder soweit sind, bei Let's Play Pokémon Soul Silver. Bis dann aber. Ciao, ciao.